Neben meinem Haus lag eine Tüte. Es war eine ganz gewöhnliche Tüte. Und ich habe sie aufgehoben und aufgemacht. Was dann passiert, ändert das Leben von Wassili schlagartig. Die Tüte, die er in seiner ukrainischen Heimatstadt öffnet, ist ein Sprengsatz. Ganz unerwartet habe ich einen starken Schlag ins Gesicht und in die Brust bekommen. Ich konnte nicht begreifen, warum kann ich nicht sehen. Ich habe begonnen, mir die Augen zu reiben. Dann habe ich verstanden, dass ich keine Hände mehr habe. Wassili verliert fast sein komplettes Augenlicht und beide Hände. 6 Jahre lang muss er ohne sie leben. Es waren die Jahre der Verzweiflung. Ich dachte, dass es für mich besser wäre zu sterben. Ich wollte niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Ich wollte mich von der Gesellschaft verstecken. Doch vor 6 Jahren die Sensation. Wassili bekommt wieder Hände, aber es sind nicht seine eigenen. Es sind die Hände eines Toten. Sie werden in der Uniklinik Innsbruck transplantiert. Eine Operation, die nur wenige Fachleute weltweit durchführen. 17 Stunden dauert die OP. Als ich nach der Operation aufgewacht bin, war mein erster Gedanke: endlich, ich habe das geschafft. Ich habe wieder die Hände. Ich würde es als ein Gefühl des Sieges beschreiben. Aber ich hatte so starke Schmerzen. 3 Jahre lang muss Wassili täglich zur Physiotherapie. Sein Gehirn muss alle Handbewegungen neu erlernen. Nach und nach kehrt auch das Gefühl in seine neuen Hände zurück. Ich habe mir die Hände gewaschen und plötzlich habe ich gespürt, dass Wasser kalt war. Und ich konnte daran nicht glauben. Ich habe meiner Therapeutin gesagt: Dunja, ich spüre Wasser, es ist kalt, probier bitte das selber, ja? Ist es wirklich kalt? Wassili lebt mit seiner Schwester Elena in Innsbruck. Sie hat ihren Bruder während der vergangenen 12 Jahre betreut und unterstützt. Für Wassili bedeuten seine neuen Hände ein großes Stück Selbstständigkeit und Lebensqualität. Es hat mich besonders gefreut, dass ich endlich selber essen kann. Löffel, Gabel, Tee trinken, ja, Tasse halten, dann war anziehen, ausziehen, Dusche einnehmen. Das Wichtigste für mich war, wenn ich die Wärme der menschlichen Hand gespürt habe. Es war ein unglaubliches Gefühl. Inzwischen gewinnt Wassili sogar schon wieder im Armdrücken. Dass es die Hände eines Toten sind, belastet ihn nicht. Es stört mir nicht, ehrlich. Ich denke einfach daran nicht. Ich denke manchmal an die Familie des Spenders. Und ich bin dieser Familie dankbar für ihre Zusage, dass sie mir erlaubt haben, die Hände zu erhalten. Wassilis Handicap? Er ist seit der Explosion fast blind. Dennoch studiert er an der Universität Innsbruck Deutsch und Englisch. Sämtliche Prüfungen macht Wassili mündlich. Alles, was er hört, muss er auswendig lernen. Es würde nicht gehen ohne Unterstützung von meinen Lehrern und ohne Unterstützung von meiner Schwester. Sie hilft mir beim Schreiben, beim Lesen. Bin ihr sehr dankbar dafür, weil ich bis jetzt noch keine Ausbildung habe. Wassilis Ziel? Er möchte zusammen mit seiner Schwester als Übersetzer arbeiten, denn Elena studiert ebenfalls. Im nächsten Jahr schreiben die beiden ihre Bachelorarbeit. Nun, meine Schwester ist mein bester Freund. Ich glaube, Gott hat sie mir geschickt. Ohne sie wäre mein Traum nie in Erfüllung gegangen. Ich verstehe ganz gut, dass Handtransplantation war nur der erste Schritt zum normalen Leben. Ausbildung und Arbeit sind unsere weiteren Ziele. Und wir können nicht auf halbe Wege stoppen. Wassili muss täglich starke Medikamente nehmen, damit sein Körper das fremde Gewebe der Spenderhände nicht abstößt. Sie erhöhen aber auch das Risiko, an Tumoren oder Infektionen zu erkranken und senken seine Lebenserwartung.
Doch das nimmt Vassili gern in Kauf. Es würde mich wundern, wenn der Preis für eine so komplizierte Operation wie Handtransplantation niedrig wäre. Und wenn es mir bestimmt ist, von Tumor sterben, ja, aber ich für mich besser mit den Händen zu sterben als ohne. Vassili!